Hi Leute, willkommen zu heute schon dritten Folge von Relentless. Viel Spaß und los geht's. Relentless, the unspoken truth behind success. Oh, die Woche war wirklich toll. Mal davon abgesehen, dass ich die Hölle aus meinem Leben geschissen und gekotzt habe und 6 Kilo verloren habe in 3 Tagen, waren wir bei der Massage, bei einer Couple-Massage. Also wir haben uns da dann ganz gemütlich hingelegt und haben uns eine Deep Tissue Massage für 60 Minuten gegeben. Die war zwar verdammt schmerzhaft, aber ich glaube, die war wirklich gut. Wir waren zuvor auch mal bei einem Chiropraktiker, das habt ihr wahrscheinlich in der ersten Episode gesehen. Der war so lala, das war so ein Hinterhof, ich weiß nicht, was das war, aber die Damen, auch wenn die gefühlten 48 Kilo gewogen haben und 1,20 groß waren, der Ellenbogen, der hat schon gut gefeuert. Also ja, kann man schon mal hingehen. Außerdem haben wir pro Kopf, ich glaube, $25 bezahlt als Special Promotion. Das war schon ziemlich geil. Wir hatten an dem Tag unser Abschiedsessen, unsere Henkersmahlzeit. Und da sind wir dann hier aus unserer Community rausgelaufen und haben verschiedene Restaurants ausgesucht. Wir wollten eigentlich eine Suppe essen gehen, weil Shani gerne Suppe isst. Dann dachte ich mir, okay, gehen wir eine Suppe essen. Als letzte große Mahlzeit, also so klare Brühe mit ein bisschen Nudel und Hähnchen. Die hatten dann aber geschlossen, also sind wir weiter gelaufen und haben geguckt, was es noch so gibt und waren in 4, 5 verschiedenen Restaurants. Und letzten Endes habe ich mich an ein Restaurant erinnert. Das war ziemlich groß von innen, es war offen, also es war nicht geschlossen in einem Gebäude, es war offen, aber dennoch überdacht. Und da hingen von oben ganz viele LED-Panels, wie so eine Art Regentropfen. Und da haben wir dann Sushi gegessen und das war gar nicht schlecht. Es war nicht Sushi, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Die servieren zum Beispiel nicht Wasabi mit dazu oder so Ingwer und so Zeug. Dennoch haben sie es uns dann gebracht, also es war ciemlich cool. Ich habe gegessen Arachera, das ist Rindfleisch mit, das war frittiert außen und mit Cheddar-Käse obendrauf, das war ziemlich sexy. Und dann natürlich Philadelphia-Gurke und Lachs, mein absolutes Favorite an Sushi. Und die Kleine hatte irgendwas mit Krabbe, glaube ich. Hat die auch sehr gut geschmeckt, haben wir ein bisschen gemischt. Also es war doch eine sehr gelungene Henkersmahlzeit, ohne klare Brühe mit Hähnchen und Nudeln. Ich hatte endlich meinen Call mit meinem Coach, auf den ich seit ungefähr 6 Wochen gewartet habe. Und da ging es dann um die Diät. Wir haben dann besprochen, was für Lebensmittel ich in Zukunft esse. Und er hat mir direkt 3 verschiedene Ernährungspläne gegeben. Einen Baseline Carb Plan, dann einen High Carb Plan und einen Low Carb Plan. Aktuell fahren wir mit dem Baseline, um mal so einzuloten, wo ich mich gerade befinde, wie mein Körper reagiert. Und je nachdem, ob ich zu sehr mit dem Gewicht falle, was jetzt der Fall ist, werde ich dann wahrscheinlich mehr High Carb Tage haben. Im Laufe der Diät werden es dann mehr Low Carb Tage. Aber es wird sich wahrscheinlich sowieso in den nächsten Wochen verändern. Wir haben weißen Fisch mit dabei, Lachs, den ich allerdings hier nicht kaufen möchte, weil ich dafür einfach zu geizig bin. Hier kostet ein Lachs das Kilo 25 Euro und ich würde nicht sagen, dass das wirklich eine gute Qualität ist. Das ist von einem Discounter tiefgefroren. Ja, es ist einfach kein guter Lachs, glaube ich. Deswegen habe ich gesagt, darauf will ich gern verzichten. Stattdessen würde ich gerne Rindfleisch essen. So ein einigermaßen fettiges Rind, sagen wir mal ein Ribeye oder irgendwie sowas. Ihm ging es tatsächlich darum, dass wir in dieser Mahlzeit eher fettlastig essen, sprich Lachs, der fetthaltig ist, oder ein fetthaltiger Fisch, den es hier nicht gibt. Also Makrele und sowas, glaube ich eher nicht dran, dass es das hier gibt. Zumindest nicht leicht verfügbar in guter Qualität. Und zu einem guten Preis, Rindfleisch jedoch schon, das kriegt man hier eigentlich überall und das zu einer guten Qualität oder in Restaurantqualität zumindest. Und das ist schon ziemlich nett. Ansonsten, mein Gemüse wurde gekürzt. Ich bin ja, wenn man so will, abgesehen von dem Fleischkonsum, Vegetarier, Veganer. Ich esse sehr, sehr viel Gemüse und ich mag auch Gemüse. Das wurde mir jetzt gekürzt. Ich habe pro Mahlzeit vielleicht 80 bis 100 Gramm Gemüse, was für mich sehr, sehr wenig ist. Das ist nicht mal die Hälfte von dem, was ich sonst esse. Anyway, mein Frühstück ist sehr traurig. Wir reden hier von einem Ei und Eiklar. Das war's.
Dann gibt es noch ein bisschen Crema de Arroz, das ist Rice Cream. Da es Rice Cream hier noch nicht gibt, werden wir wahrscheinlich auf Babynahrung oder auf Haferflocken umswitchen müssen. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich plain und öde und schmeckt beschissen, aber so ist es halt in der Diät. Wa? Die letzten 4-5 Tage, die waren echt unangenehm. Also ich habe so viel Körpergewicht verloren, ich habe am Tag 18 Stunden geschlafen, ich war leer, ich war träge und ich war so am Sack, dass es mir wirklich scheißegal war, wer mir auf WhatsApp geschrieben hat. Ob irgendjemand was zu mir will, es war mir wirklich scheißegal. Ich wollte einfach nur nichts tun. Gegessen habe ich 60 Gramm Haferflocken, die ich dann direkt wieder ausgekotzt habe. Shani war dann so lieb und hat mir zwischenzeitlich ein paar Karotten gekocht, ein paar Kartoffeln mit ein bisschen Salz, hat mir Brühe besorgt, dass wir so Hühnerbrühe machen können. Dann ging es mit der Zeit und jetzt nach dem 5. Tag behalte ich das Essen drin. Es fliegt auch nicht alles um die Ohren. Also ich bin auf dem Pfad der Besserung. Ich glaube, dass es mich dennoch weit zurückgeworfen hat, denn Neil hat sich einige Wochen Zeit gelassen, um mit mir die Diät zu besprechen. Ergo war ich nicht auf Diät. Ergo fehlen mir diese 6 Wochen, die wir verpennt haben, um in die Diät zu starten. Und in meiner Welt brauche ich immer sehr, sehr lange, um gut und entspannt in Form zu kommen. Bei mir funktioniert die Sache mit 12 Wochen Diät eigentlich nicht. Das weiß er auch, dennoch hat er sich für den Weg entschieden. Jetzt müssen wir, beziehungsweise muss ich, mit den Konsequenzen seiner Entscheidung leben. Wir haben jetzt eine ganze Woche verloren. Keine Fatburner, kein Cardio, kein Training, kein nix. Ich habe kein Essen essen können. Ich wurde katabol ohne Ende. Ich glaube, das hat ziemlich reingeschissen, aber jetzt in diesem Moment ist es mir eigentlich scheißegal. Ist mir wirklich scheißegal. Wenn es halt nicht hinhaut, dann haut es nicht hin. Was soll's? Ich kann nichts ändern. Ich bin krank. Und es war nicht meine Entscheidung, die Verantwortung muss Neil übernehmen, nicht ich. In der Zeit, in der ich jetzt hier lag, tagelang, nachts konnte ich kaum schlafen, ich war dann, keine Ahnung, 1,5 Stunden konnte ich schlafen, dann war wieder Toilette angesagt, dann wieder zurück, Kopfschmerzen, Schwindel und dann dachte ich mir so, ey, bitte hört das irgendwann auf. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht wirklich ans Training gedacht. Ich dachte nicht, boah, wenn ich wieder gesund bin, kann ich endlich wieder loslegen. Nee, irgendwie nicht, ich weiß nicht. Also Bodybuilding war in der Zeit, wo ich jetzt krank war, irgendwie, ich habe es genossen, einfach nicht ins Training gehen zu müssen. Ich habe es genossen, nicht irgendwie, keine Ahnung, Hähnchen, trockenes Eiklar, den ganzen Scheiß fressen zu müssen. Ich fand eine Suppe ganz cool, ich fand mal einen Zwieback ganz cool. Ich habe einfach genossen, krank zu sein, auch mal ein paar gekochte Kartoffeln mit ein bisschen Karotte zu essen, nicht immer auf die Proteine zu achten. Ich fand das ganz nett. Also so die letzten 5 Tage habe ich dank der Krankheit richtig hart auf Bodybuilding geschissen. Letzte Woche in der Episode habe ich darüber gesprochen, dass ich enorm viel Druck habe. Das ist tatsächlich auch so, aber jetzt gerade in dieser Sekunde juckt es mich ein Schwanz. Ich mache einfach meine Diät, weil am Ende des Tages die ganzen Schwanzköpfe labern eh wieder Scheiße am Ende des Tages, die zu Hause auf ihrer Couch sitzen und Olympia gucken. Und die, die Athleten sind, die zerreißen sich einfach nicht das Maul und es hat einen Grund. Weil die reißen sich den Arsch auf, die anderen hocken nur faul auf ihrem Arsch rum. Und auf die Leute kann ich mit bestem Gewissen einen Riesenhaufen Scheiße setzen. Ich will mich nicht negativ gegenüber Bodybuilding äußern, aber dieses ganze komische Bodybuilding-Influencer-Fett, das geht mir so auf den Sack. Und es ist mir bewusst geworden, als ich einen Instagram-Post tatsächlich, ja, einen Instagram-Post gesehen habe von Keon Pearson, der gesagt hat, ich gehe jetzt in die Olympia-Prep. Nervt mich nicht mit eurem verdammten Scheiß, schreibt mir keine Nachrichten, nervt mich einfach nicht, lasst mich in Ruhe, ich hänge jetzt mit meinen engsten Leuten rum. Und dann dachte ich mir so, ey, am Ende des Tages, wer bin ich? Bodybuilder. Mike Sommerfeld ist Bodybuilder. Ich bin kein schwuler Scheiß-Influencer, ich bin kein fucking YouTuber oder der sonst irgend so einen schwulen Käse macht. Ich will meinen Sport machen. Aber auf der anderen Seite, ja, das legt dir Brot auf den Tisch, das bezahlt deine Rechnungen. Aber das macht mich nicht glücklich. Ich höre nicht gerne, wie Leute Scheiße labern, die keine Ahnung haben. Und jetzt in dieser Sekunde, so, das mag nächste Woche anders sein, es kann auch sein, dass ich einfach ein bisschen abgefuckt bin wegen meiner Krankheit, aber ey, ganz ehrlich, scheiß doch auf die Leute. Die sollen doch labern, was sie wollen. Am Ende des Tages, ich stehe doch auf der Bühne, ich reiß mir den Arsch auf, die hocken nur wieder auf ihrem faulen Arsch und machen nix. So wie immer, vor ihrem schwulen Podcast-Mikrofon.
und ihrer hässlichen scheiß Webcam-Kamera. Also ganz ehrlich, wenn die mich nicht geschlammen auf der Olympia, dann sollen die bitte die Fresse halten. Es war doch tatsächlich ein bisschen negativ heute, aber offen und ehrlich, so fühle ich mich gerade. Und manche Leute wollen es hören, manche wollen es nicht hören. Aber nichtsdestotrotz, wer mich verfolgt, der weiß, wie ich es meine, der kann es gut interpretieren. Das mag nächste Woche wieder anders sein, dass ich total excited bin. Jetzt in diesem Moment bin ich krank ohne Ende. So ein Infekt hatte ich in meinem Leben noch nicht. Also ich bin wirklich am Ende gewesen. Ich wollte nichts mehr tun und wie gesagt, so geht es mir auch. Deswegen bin ich vielleicht schon ein bisschen abgefuckt und so ein bisschen gereizt gegenüber allen anderen Dingen. Nehmt es vielleicht nicht so ernst, aber dennoch, ein bisschen Wahrheit steckt da drin und ihr wisst ganz genau, was ich meine. Und keiner von uns will, dass irgendwie jemand über einen urteilt, der davon eigentlich keine Ahnung hat. Das war's jetzt mit dieser Folge Relentless. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn nicht, dann freut euch auf die nächste Folge, die wird vielleicht etwas freudiger. Bis dann, euer Mike.